sit and wait. Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we gray and old? 'Cause I have been told that salvation's let their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running from my head, and I feel the love is dead, I'm loving angels instead. And through I hope she offers me protection, a lot of love. Hallo, ich bin der Martin Böhm. Ich bin der, der bei Don Juan und die anderen singt, sozusagen der Sänger, und das mit Leidenschaft und Begeisterung. Ich bin Martin Mader und spiele die Keyboards. Ich bin Alex Berger und mein Job ist die Gitarre. Ich bin der Martin Matzinger. Ich bin seit 1997 bei Don Juan und die anderen für die tiefen Töne zuständig und spiele Bass und singe Background. Hallo, ich bin der Peter Barbarik. Ich bin der Schlagzeuger in dieser Band und der Älteste. We'll be right back.
vier schöne Künste. Das eine ist die Kulinarik, Essen und Trinken. Das andere ist das Visuelle, Film, Bilder, Theater. Das dritte ist die Musik. Und das vierte, glaube ich, kann sich jeder denken. Wenn ich aufstehe, beginnt der Tag mit Musik und er endet auch mit Musik. Und zwischendurch den ganzen Tag höre ich auch Musik. Also man könnte sagen, obwohl es sehr abgedroschen ist, Musik ist mein Leben. So wie auch alle, die sich in meinem Umkreis befinden, für die muss auch Musik das Leben sein. Sonst hält es nicht aus und sie halten es mit mir auch nicht aus. Ich kann mir jetzt das Leben ohne Musik eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen, weil die Musik den Großteil meines Lebens ausgemacht hat. Und es sieht die Musik natürlich als Berufung. Ich höre eigentlich pausenlos Musik. Es gibt eigentlich keine Minuten am Tag, wo ich quasi nicht Musik höre. Ich mache schon so lange Musik und es wäre keine Musik da oder wäre ich taub, würde mir wahrscheinlich wirklich was fehlen. Ich bin wirklich immer schon umeinander trommelt überall. Auf Schachteln von meiner Mutter vom Geschäft. Auf Kübeln, was weiß ich, also bis zum Draufhauen war, da habe ich bearbeitet. Because er hatte Flair, er war ein Witzeose, war ein Rocky-Doll. Und alles rief, come and rock me, Amadeus. Amadeus, 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 Amadeus. Don Juan und die anderen ist für mich eine Eventband, die absolute Stimmungsmacher sind. Ja. Wir sind in der Lage, aus jedem Event einen musikalischen Leckerbissen zu zaubern. Das ist der Mix der Band, das ist der Mix der Musiker, das ist der Mix der Songs. Don Juan bringt Covers, das heißt nachgespielte Lieder und macht diese zu ihren eigenen. Wir spielen nicht für uns, sondern wir spielen fürs Publikum. Und die schönste Freude und da wieder der musikalische Erfolg, der schönste musikalische Erfolg ist der, wenn die Leute unten toben und jubeln. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man Musik macht und warum man Musik machen sollte. Nicht um sich selbst zu befriedigen, sondern um dem Publikum das zu geben, was es sich nicht erwartet. Wir spielen quasi die Musik, die auch unsere Jugend war. Also jetzt, dass momentan ja nicht unbedingt die Bands im Radio gibt, reduzieren sie die wirklich leibenden Bandnummern auf die 80er bis Anfang der 90er. Da geht die Post an, da weiß er eh, was er zum Tun hat und das taugt man wirklich. Sicher, wir sehen uns demnächst irgendwo, irgendwann, irgendwie und auf das freue ich mich schon
und somit bis bald. Ciao. Vielleicht sehen wir uns mal beim Auftritt. Ciao. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Danke, ciao. Also, hab mich gefreut. Into your heart, babe. Don't you?